Hallo zusammen und herzlich willkommen im Musikraum der Mosaikschule Eitorf Harmonie. Ich grüße euch. Heute wieder zum Thema Instrumentenkunde und unter Thema Schlaginstrumente. Heute aus der Rubrik Rhythmusinstrumente, die aus Metall sind. Letztes Mal hatten wir die mit Fellbespannung und heute haben wir die, deren Geräusche in der Hauptzahl die Metallklänge sind. Ja? Sie sind zwar zum Teil auch aus Holz, das wirst du gleich sehen, aber es sind die sogenannten Metallrhythmusinstrumente. Fangen wir mal an mit einem, was bestimmt jedem relativ bekannt ist. Du siehst eine dreieckige Form offen. Es muss schwingen, damit es klingt. Das ist unsere Triangel und die klingt so. Man kann sie dann auch abstoppen. Hör mal. Sobald ich meine Hände an den Ton, an das Metall lege, ist der Klang weg. Man kann auch innen spielen. Die Triangel. Gespielt wird sie mit einem solchen Metallstab. Nur dann kann sie so schön klingen. Das ist die Triangel. Weiter geht es mit diesen wunderbaren Teilen. Das sind die Becken. Das war noch leise. Auch die kann man unterschiedlich spielen. Man könnte sie auch mit einem weichen oder vorsichtig mit einem Schlägel spielen. Ja, alles ist möglich. Okay. Das sind die Becken. Die findet ihr gleich auch am Schlagzeug. Auch wobei, gehen wir direkt mal hin. Am Schlagzeug sind auch Becken in verschiedener Art und Weise. Wir haben hier unterschiedliche Becken, wie du siehst. Hier an der Seite sind so zwei übereinander. Dann haben wir hier noch eins. Das hier ist das sogenannte Crash-Becken. Das hier ist das Ride-Becken. Diese Becken am Schlagzeug mit den Sticks oder mit Besen, je nachdem. Und hier die zwei übereinander geklappten, das ist die Hi-Hat. Und die werden gleichzeitig noch mit so einer Fußmaschine bedient, dass sie so auseinanderklappen. Und klingen diesbezüglich dann unterschiedlich. Ne? So klingt es zusammengeklappt. Hi-Hat, so nennt sich diese. Diese zwei Becken, die übereinander liegen, nennen sich Hi-Hat. Crash-Becken, Ride-Becken und die Hi-Hat. Am Schlagzeug findest du also auch Instrumente oder Schlaginstrumente, Rhythmusinstrumente aus Metall. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir einen Schellenkranz, diesmal ohne Fellbespannung. In der letzten Abteilung hatten wir einen, das war dann gleichzeitig eine Trommel. Das ist aber ein reiner Schellenkranz. Der ist jetzt hier aus Kunststoff, könnte aber genauso gut aus Holz sein. Klingt dann so. Und ist im Karneval mein absolutes Lieblingsinstrument. Ne? Hier siehst du so kleine Metallplatten, die so locker in dieser Fassung schwingen und die dann halt dieses raschelnde Geräusch machen. Und wenn man sie dann mit der Hand anschlägt oder auf dem Oberschenkel, ne, machen sie auch noch ganz tolle Geräusche. Das ist der Schellenkranz. Dann haben wir hier das sieht aus wie eine Glocke von einer Kuh, falls ihr das schon mal in Österreich irgendwo gesehen habt. Ich bin jetzt natürlich, ach doch, heute bin ich dann auch mal eine Kuh. Und wenn die von der Alm runterkommen, dann bammelt da drin so ein Metallteil, was dann diesen Ton gibt. In der Musik kommt auch diese Kuhglocke vor. Dann haben wir hier die
die Cabassa. Da muss ich noch mal näher kommen. Die Cabassa hat hier so kleine Ketten mit so Metallkügelchen, die hier ebenfalls über so eine Metallspirale rascheln. Und machen dann so ein cooles Geräusch. Cabassa nennt sich das. So. Dann haben wir hier noch, das sind auch Schellen, man könnte es auch Glöckchen nennen, also es ist entweder ein Glöckchen oder ein Schellenkranz. Natürlich etwas, der klingt etwas anders als dieser hier. Der klingt ein bisschen mehr nach der Schindel des Snow in a one horse open sleigh. Ne? Wisst ihr Bescheid? So, diese Schellenkranz gibt es auch noch als Schellenstab. Ne? Klingt ähnlich. Dann haben wir hier noch ein feines Instrument, metallisch, genau wie die Kuhglocke, nennt sich Agogo und hat unterschiedliche Töne. Das ist das Agogo. Das gibt es aus Metall, aber ich zeige euch das gleich auch noch in der Holzvariante. Dann haben wir hier dieses scharfe Gerät. Es könnte auch eine Art Agogo sein. Wenn ihr das rausbekommt für mich, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Das würde mich interessieren, wie das genau heißt. Aber es klingt mega. Pass mal auf. Also auch so eine Art Agogo, würde ich mal behaupten. Dann haben wir zu diesen großen Becken gibt es auch immer noch so kleine. Ne? Das sind dann, die nennt man dann Zimbeln. Aber wenn du da Becken zu sagst, ist das auch gar kein Problem. Die klingen natürlich etwas höher und etwas feiner. Du hast wahrscheinlich gemerkt, öfters ist es so, dass wenn Dinge etwas kleiner sind, wie auch bei den Bongos und Congas beim letzten Mal, sind die kleineren, die ein bisschen höher klingen. So, das war's von den Metallinstrumenten. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Also Metallinstrumente, Metallschlaginstrumente, wichtig. Wir sind immer noch im Thema Schlaginstrumente und das sind Rhythmusinstrumente aus Metall.